Willkommen zurück bei The Inner World 2, der letzte Windmönch. Ja, wir haben in der letzten Folge die Brettas Handschellen gelöst, die Ratte zur Fleischsuppe gemacht und ja, ein Kaktusbild gemalt oder mal lassen. Ich würde mal sagen, wir gehen mal nach draußen und fragen mal, ob das hier so richtig aussieht. Was soll das sein? Der blaue Maurice ist das auf jeden Fall nicht. Okay, aber... Hey! Ich höre... Wie ist er denn nochmal? Der blaue Maurice also? Woran erkennt man den? Er ist stachelige Perfektion. Er ist eine Mischung aus der grünen Libelle, dem Blihabla und dem Doinkbeaks. Klar. Er sieht aber überhaupt nicht aus wie der schmale Eumel, der kleine Johannes oder ein Willy Wanker. Gut, vielleicht finde ich ja ein Bild. Wirklich? Und ich hätte ein Hinder... Das hilft mir natürlich so gar nicht weiter. Wir bräuchten mal das Poster hier. Ach so. Leere Stelle. Blihabla. Doinkpeaks. Schmaler Eumel. Okay. Willy Wanka. Okay, also. Der sieht hübsch aus. Ja, der wunderschöne blaue Maurice ist ja auch eine Mischung aus der grünen Libelle, dem Blihabla und dem Doinkpeaks. Grüne Libelle, Doinkpeaks und Blihabla. Ja, klar. Eine Mischung. Der sieht komisch aus. Kein Wunder. Der hat wirklich überhaupt nichts vom blauen Maurice. Okay, der hat gar nichts vom blauen Maurice. Das heißt, sie sind nicht gekringelt und es sind mehr als zwei Blüten. Der sieht komisch aus. Kein Wunder. Der hat wirklich überhaupt nichts vom blauen Maurice. Okay, das heißt, da sind nicht diese Pickelstacheln und es sind wahrscheinlich dann vier Dinger. Das ist natürlich die Frage, warte mal hier. Der sieht komisch aus. Kein Wunder. Der hat wirklich überhaupt nichts vom blauen Maurice. Okay, ist das... Ja, das ist natürlich die Frage. Der sieht hübsch aus? Ja, der wunderschöne blaue Maurice ist ja auch eine Mischung aus der grünen Libelle, dem Blihabla und dem Doinkpeaks. Achso, der grünen Libelle? Wo ist der denn? Achso, das ist die grüne Libelle. Der sieht... Ja! Was soll ich damit machen? Der sieht... Ja! Der... Okay, der ist also eine Mischung aus den... dann würde ich sagen, hat der vier Blüten. Hat... sechs Stacheln. Die gerade sind. Probieren wir mal. Also 6. 4 Blüten, 6 Stacheln, die gerade sind. Libretta? Ja? Kannst du mit? Na klar. Wie soll der Kack? Also seine. Also die Stacheln sind gerade. Gerade. Und er hat. Er hat genau. 4 Blüten. 4 Blüten. Und wie sieht. Der Körper ist. Der Körper ist mehr... Scheiße. Das hier? S-förmig. Okay, fat der Kaktus. Der Kaktus hat 6. 6 Stach. Und wie so... Ja, der heißt Maurice. Maurice. Alles klar. Tja, schauen wir mal, ob ich damit richtig liege. Oder ob das auch falsch Was ist. Was soll das? Okay, das ist er nicht. Nochmal drauf gucken. Also S-förmig war es nicht. Das ist eine Mischung aus Doinkpeaks, Blihabla.
Da fehlt etwas. Der blaue Maurice. Was läuft da zwischen dir und diesem Maurice? Nichts. Mein Interesse ist rein botanisch. Okay, also ich würde trotzdem sagen, ich schreib mir das mal auf. Also vier Blüten. Müssen es sein, 6 Stacheln. Wir versuchen es mal jetzt, wir haben ja vorhin die S-Form. Jetzt haben wir noch die gerade und dieses Y. Also mit die S-Form ist es nicht. Probieren wir mal jetzt die gerade Form aus. Du, ich hoffe, dass ich mit den anderen beiden Sachen da richtig liege. Ja. Kannst du mir jetzt einen Kaktus malen? Zeichnen? Na klar. Wie soll der Kaktus? Also sein. Also die Stacheln sind gerade. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Und er hat Und er hat 4 Blüten. 4 Blüten. Und wie sieht der Körper ist? Der Körper ist mehr. Ich hoffe lang. Lang. Okay, fast fertig. Der Kaktus. Und der Kaktus müsste dann 6 Stacheln haben. 6 Stacheln. Und wie soll er? Ja, der Kaktus heißt natürlich Maurice. Maurice. Alles klar. Der sagt mir aber auch nichts, was falsch ist, ne? Irgendwie. Hey. Ach nein, Quatsch. Das wollte ich gar nicht. Alles klar. Jawohl. Ich wollte ihm eigentlich direkt das Bild zeigen. Was soll das? Okay, Blau Maurice ist es nicht. Ist natürlich die Frage, liegt es an der Form oder... Okay, wir versuchen es dann nochmal. Wenn das nicht klappt, dann müssen wir uns da noch was anderes Kannst ausdenken. Kannst du mir jetzt... Na klar, wie soll der... Also seine... Stacheln sind gerade. Gerade. Und er... Er hat genau... 4 Blüten. 4 Blüten. Und wie der Körper... Ja, das, der Körper wäre dann dieses Y. Gespalten. Okay, der Kaktus hat... 6 Stacheln. Und wie... Er heißt natürlich Maurice. Maurice. Schauen wir mal. Ob das so klappt. Der blaue Aha. Maurice! Oh, endlich! Ich werde es gleich aufhängen. Sehr gut. Das heißt, er guckt jetzt nicht mehr. Das heißt, wir können jetzt mit dem Schlüssel das Türschloss aufmachen und abhauen. Ha! Geschafft! Okay, ich denke, ich nehme erstmal die Seilbahn nach Asposia Central. Wenn ich ihn da nicht erwische, suche ich ihn in Altaspen. Das muss er mit der anderen Seite Asposiens gemeint haben. Fantastisch! Los, du musst weg! Danke für deine Hilfe. Ich hol dich hier raus, versprochen. Das will ich auch mal hoffen. Laura. Danke, Libretta. Wir sehen uns wieder. Oh oh. Meine Teuerste, sagst du mir nun, wo sie hinfahren will? Ja, wo ist meine kleine Schwester? Alter, was? Erst die Information. Laura und der König sind auf dem Weg nach Altaspen. Aha, der Feigling versteckt sich also. Großartiger König. Conroy hätte sich nie versteckt. Wo ist meine Schwester? Es geht ihr gut. Ich lasse sie zu dir bringen. Meine Liebe, du hast Asposien einen großen Dienst erwiesen. Ich bin gerade echt geschockt. Na, Kapitel 2, Errungenschaft freigeschaltet. Flucht aus dem Gefängnis. Okay, ich musste nur 14 Schaffner fragen, aber ich weiß jetzt, dass ich nach Altaspen muss. Das hier muss das richtige Gleis sein. Ey, ich bin wirklich... Ich bin gerade wirklich echt geschockt, dass die uns einfach verraten hat. Krass. Hallo, ich bin Robert. Euer Platz sieht aber gemütlich aus. Oh, hallo Robert. Ich bin Herr Klein. Du riechst gut. Dein Geruch erinnert mich an meinen Hund Charlbert.
Das ist eine Mischung aus Angst und Wald. Das erinnert mich an zu Hause. Komm doch etwas näher. Lass mich ein wenig an dir riechen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ach, komm schon, Robert. Nur ein kleines Näschen. Ein bisschen Heimat für den guten alten Herr Klein. Nee, danke schön. Was macht ihr hier eigentlich? Was ich hier... Oh, also, ich soll den Vogel hier nach Wollingen bringen. Aber meine Bahn hat Verspätung. Seit 3 Jahren. Ich habe die Bahn aus Wollingen repariert. Also notdürftig. Oh, Mist. Dann muss ich ja weiterreisen. Ich hasse meinen Job. Ich will einfach nur nach Hause. Okay. Ihr seid bestimmt viel rumgekommen. Das mag stimmen. Aber zu Hause ist es immer noch am schönsten. Also, wenn ich mich recht entsinne. Ich war schon so lange nicht mehr dort. Ich erinnere mich nur noch vage an Gerüche. Da war der Zitronenbaum im Kräutergarten meiner Frau. Und meine Kinder. Kinder riechen immer nach Süßigkeiten. Mein Sohn hat Karamellzuckerwatte geliebt. Und der Duft meines Traums. Was ist euer Traum? Ich wollte immer Holzfäller werden. Der süße Holzduft. Das hört sich aber toll an. Reden wir nicht mehr drüber. Das macht mich so traurig. Oh nein. Ach, das arme Ding. Es tut mir leid, dass euch eure Familie fehlt. Ja, am schlimmsten ist es, wenn irgendwo ein Geruch herkommt, der mich an sie erinnert. Die Zitronenbäume meiner Frau, ihr Kräutergarten, die Karamellzuckerwatte meines Sohnes, der süße Geruch von Holz. Okay, ich weiß, was wir besorgen müssen. Auch wenn er so traurig guckt, das macht mir dann gar keinen Spaß. Das ist also Haribert? Ja, so habe ich ihn zumindest genannt. Er gehört mir nicht. Ich sollte ihn nur von Würzburg nach Wollingen bringen. Aber die Bahn nach Wollingen war kaputt. Seit 3 Jahren. Ziemlich schweigsam, nicht wahr? Er würde sicherlich gerne singen. Aber seine Gefangenschaft macht ihn traurig. Das spüre ich, weil es mir genauso geht. Kann ich noch mal an dir riechen? Nein. Hau ab, Junge. Euer Vogel sieht nicht besonders glücklich aus. Ja, er ist ein sehr komplizierter Charakter. Sehr sensibel. Und es hilft nicht, dass er da eingesperrt ist. Ich soll ihn zu einem reichen Wollmagnaten in Wollingen bringen. Da kommt er wahrscheinlich in einen neuen Käfig. Und ich muss was Neues ausliefern. Und immer so weiter. Und immer so fort. Vielleicht, wie wär's mit kündigen dann? Aber wenn ihr kündigen wollt, dann tut das doch. Ich meine, gibt es nichts, was ihr lieber tun würdet? Aber ja doch. Ich wäre gerne Holzfäller. Genau wie mein Vater. Warum tut ihr es nicht einfach? Mir fehlt der Antrieb. Ich weiß ja nicht mal mehr genau, was ich vermisse. Oh. Es muss so schwer sein, nicht nach Hause zu dürfen. Aber ja doch, ich wette, meine Frau hat schon einen Angriff. Oh Gott, ist der traurig. Oh, aber ich liebe sie doch so. Aber nicht doch. Eure Frau vermisst euch sicherlich ganz furchtbar. Und meine Kinder. Sie erkennen bestimmt ihren Vater nicht mehr. Ach, herrje, es tut mir so leid. Ich wollte euch wirklich nicht zum Weinen bringen. Kann ich denn irgendetwas für euch tun? Kann ich noch mal... Nein, Junge, verbiss dich doch mal mit dem Riechen. Nein. Wo
ist denn euer Zuhause? Zuhause ist da, wo das Herz ist. Und mein Herz ist in Unternickwitz. Bei meiner Frau und meinen Kindern und meinem Traum, Holzfäller zu werden. Aber ich will nicht drüber reden. Oh, das tut mir so leid, Mann. Mach's gut. Riech dich später. Nein, willst du nicht, Alter. Aber hau doch mal an mit dem Riechen immer. Hier kann ich anscheinend mein Gepäck aufgeben. Ticketomat? Hier kann ich Ticket... Was ist denn das immer für ein Bombskin, was hier runterfliegt da? wo gehe ich denn jetzt hin? Achso. Er sorgt dafür, dass der Dampf abzieht. What the fuck ist denn hier los? Erleben Sie den Huala in seiner natürlichen Umgebung. Das hört sich romantisch an. Da fahre ich mit Laura hin, wenn diese ganze Sache vorbei ist. Okay, das ist ein bisschen crazy. Aua! Mit dem Hoch und Runter gehen. Heiß! Conroyalist, jawohl. Hallo, ich bin Robert. Foggo. Was ist Foggo. Dein Foggo? Foggo ist ein Trötenjäger. Er jagt Tröten und sammelt ihre verdammten, durchlöcherten Nasen. Bravo! Schön, schön. Nee, klasse. Warum jagst du denn Flötennasen? Foggo hat nichts gegen Flötennasen. Foggo hat was gegen miese Aufschneider, die den Abt, seine Eminenz Conroy, auf dem Gewissen haben. Diese Bastarde mit ihren pfeifenden Nasen, das ist wieder natürlich. Foggo hasst Pfeifen. Warum hast du denn Pfeifen? Weil er selber Foggo eine ist. Foggo hatte jahrelang einen Tinnitus. Oh. Ja, wenn Foggo irgendwo ein Pfeifen hört, dann rastet Foggo aus. Foggo kann dann an nichts anderes mehr denken. Er ist dann konzentriert wie ein sehr konzentrierter. Immer wenn du ein Pfeifen hörst? Ja, bleib mir weg mit dem Pfeifen. Ich freu mich drauf. Hast du schon mal eine Flötennase erwischt? Na klar. Naja, nicht direkt erwischt. Aber ich habe schon mal eine gesehen. In einem Buch. Mit Bildern. Also auf einem Bild. Also einem Fahndungsplakat. Die, die überall hängen? Yep. Hast du schon mal eine gesehen? Ich bin selber eine. Achso. Aber bist du dir sicher, dass alle Flötennasen die Götter mit ihrem Flöten erzürnen? Sind das nicht alles eher Gerüchte? Ich meine, es gibt doch keine bestätigte Quelle, die beweist, dass sich das Ganze wirklich so zugetragen hat. Foggos Meinung steht fest. Verwirrt die Tatsachen. Jawohl, du die beste hast Aussage. Sie doch eigentlich nur, weil sie dich mit ihrem Pfeifen so ablenken, oder? Foggo findet. Das reicht, um jemanden zu hassen. Meine Meinung steht fest, verwirr mich nicht mit Tatsachen. Das Störe ist gut. Ich gerade beim Essen? Ja, Wollingen. Was hast du denn da? Einen guten alten Wurzelburger. Dieses Zeug hat Aspasien groß gemacht. Darf ich mal probieren? Nein, das ist Foggos Burger. Und Foggos Burger allein. Foggo teilt nicht. Mieser Typ, dieser Foggo. Echt mal. Dein Wurzelburger sieht lecker aus. Ist er aber nicht. Foggo braucht Ketchup. Foggo hat aber keinen Ketchup. Vielleicht muss man ihn nur reparieren. Den Burger? Ja, den genau, den Burger. Bei Conroy hätte es das nicht gegeben. Danke, Obama. Ich wusste gar nicht, dass Flötennasenjäger ein Beruf ist. Warum bin ich da noch nie drauf gekommen? Es ist viel mehr als das. Es ist eine Berufung. Foggos Ziel ist es, alle Tröten auszulöschen.
Warst du schon immer Flötennasenjäger? Fogos ganzes Leben lang. Im Herzen. Also, offiziell war Fogo bis vor 3 Jahren noch kein Flötennasenjäger. Aber Fogo ist gleich als einer der ersten den Con-Royalisten beigetreten. Jetzt leitet Fogo da die Abteilung Badass. Was warst du denn vorher? Bibliothekar. Na klar. Und wie wird man Flötennasenjäger? Man braucht gute Instinkte. Fogo kann Tröten riechen. Auf 1000 Kilometer Entfernung. Ja, also, wenn eine Flötennase vor dir stehen würde, so direkt vor dir, und mit dir reden würde, dann wäre die Tröte in Sekunden weg vom Fenster. Fogo merkt sowas. Ja. Fogo ist ja kein Vollidiot. Nein. Ja. Auf keinen Fall ist Fogo ein Vollidiot. Mach's gut, Fogo. Ja, ja. Zisch ab, Junge. Alles klar. Dann nehmen wir den Fogo beim Wort und zischen ab. Ja, Fogo, mit dem ist auf jeden Fall nicht gut Kirschen essen. Der riecht Flötennasen auf 1000 Kilometer Entfernung, wie wir gesehen haben. Ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen bis jetzt. Das heißt, in den nächsten Folgen werden wir mal hier diese wunderschöne Busstation oder Zugstation hier erkunden. Ja, ich bin immer noch ein bisschen sauer auf die gute Libretta, dass sie uns so verraten hat. Das finde ich nicht wirklich gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in den nächsten Folgen von The Inner World, der letzte Windmönch. Bis dahin. Auf Wiedersehen.